Die 1-Minuten-Strategie von Carsten Lekutert. Schön, dass du wieder da bist. Ich teile heute mit dir die Impulse aus diesem spannenden Buch, wie du mit Mikropreps gesünder werden und dein Leben verlängern kannst. Und es geht darum, mit minimalem Aufwand wirklich maximal gesund zu leben. Vielleicht hast du es dir auch schon oft vorgenommen, dein Leben komplett umzukrempeln und endlich gesünder zu leben. Nächste Woche geht's los. Dann jogge ich dreimal die Woche, gehe abends zum Yoga und esse keine Schokolade mehr. Doch die Umsetzung von solchen Vorsätzen ist schwer. Ständig kommt irgendwas dazwischen. Dringende Deadlines, kranke Kinder oder schlechtes Wetter. Der bekannte TV-Arzt Carsten Lekutert kennt dieses Problem und hat eine einfache, aber wirksame Lösung: die 1-Minuten-Strategie. Diese Strategie hilft vielleicht auch dir, deinen inneren Schweinehund zu überlisten und deine Vorsätze endlich umzusetzen. Das Geheimnis liegt in sogenannten Mikropreps, also kleinsten Aktionseinheiten von gerade mal 1 Minute. Die senken nämlich die Hemmschwelle, überhaupt anzufangen, und machen es nahezu unmöglich zu scheitern. Außerdem machen sie auch noch richtig Spaß. Vielleicht fragst du dich, wie 1 Minute, was soll das denn bringen? Na, das Prinzip ist simpel. 1 Minute, die du wirklich in die Verbesserung deiner Gesundheit investierst, ist tausendmal wertvoller als 1 Minute, in der du unrealistischen Wunschvorstellungen nachhängst und nichts tust. Und 1 Minute täglich wird ja wohl jeder schaffen, oder? Kommen wir zur Kernaussage 1. Mikropreps, wie du deinen inneren Schweinehund überlistest. Wer jung ist, nimmt seine Gesundheit oft ja als selbstverständlich hin. Solange wir keine Schmerzen haben und uns problemlos bewegen können, scheint alles andere wichtiger zu sein als unsere Fitness. Dabei legen wir genau in dieser Zeit den Grundstein für unser zukünftiges Wohlbefinden. Leider fällt es uns schwer, Veränderungen umzusetzen, und wir sind Meister darin, Ausreden zu finden. Wir wollen in der Regel sofortige Belohnung, sofortige Resultate. Und die Konsequenzen unseres Nichtstuns, die spüren wir leider erst Jahre später. Nehmen wir Gleichgewichtsübungen. Kommt es im Alter zu einem Sturz, schieben wir die Schuld gern auf den Stolperstein oder auf die Teppichkante, statt auf unseren verkümmerten Gleichgewichtssinn. Wir müssen uns und unsere Psyche ein bisschen beschummeln und uns vormachen, dass eine Veränderung des Lebensstils gar kein großes Ding ist. Alles easy peasy. Wie das geht? Mit kleinen Schritten und mit so viel Spaß wie möglich. Und das Zaubermittel, diese Mikropreps, kurze, einfache Einheiten, die du ohne große Überwindung durchführen kannst, wie einen Apfel essen, 1 Minute Meditation, 1 Minute Seilspringen. Mikropreps kosten weder viel Zeit noch Aufwand. PrEP steht für Präparation, also Vorbereitung auf einen gesunden Lebensstil. Und Gesundheit basiert ja auf 3 Säulen: Ernährung, Bewegung und Stressabbau. Und für jede dieser Säulen gibt es passende Mikropreps. Stell dir das vor wie ein Buffet, von dem du dir die Leckerbissen rauspicken kannst, die dich ansprechen und ja, die für dich machbar klingen. Diese Mikropreps werden dich natürlich nicht über Nacht zum gesündesten Menschen der Welt machen. Doch sie eröffnen dir eine neue Verhaltensmuster für ein viel gesünderes Leben. Und wer weiß, vielleicht kommt ja im Laufe der Zeit Appetit auf mehr. Kernaussage 2 in diesem Buch: bewegen, bewegen, bewegen. Naja, die Vorteile der Bewegung liegen auf der Hand. Es ist nicht nur gut fürs Herz-Kreislauf-System, sondern stärkt unser ganzes Immunsystem. Studien zeigen, dass viel Bewegung die Aktivität der körpereigenen Abwehrzellen steigert, was uns im Kampf gegen Viren und Bakterien und sogar bei der Vermeidung von Krebserkrankungen hilft. Bewegung tut auch der Seele gut und wirkt antidepressiv. Noch mehr Argumente? Bewegung hilft uns auch dabei, geistig fit zu bleiben. Wer sich mehr bewegt, kann sich besser konzentrieren. Bewegung stärkt nicht nur die Muskulatur, sondern auch die Knochen.
Falls du jetzt widerwillig deine Turnschuhe rauskramst, beruhig dich, dieses Buch. Denn zur körperlichen Fitness gehören auch Übungen zur Koordination und Beweglichkeit. Wenn du nicht ins Schwitzen geraten möchtest, probier doch einfach mal den Seitenwechsel. Putz dir eine Minute lang die Zähne mit deiner schwachen Hand. Oder versuch den Power Ranger Mikroprep. Also trag die Einkäufe nicht mit ausgestreckten Armen, sondern wie beim Hanteltraining auf und ab. Ignoriere den Fahrstuhl und nutze die Treppe für eine Workout-Minute. Kernaussage 3. Sich ausgewogen ernähren. Was nützt uns unser Wissen über Antioxidantien, Polyphenole und Ballaststoffe, wenn wir trotzdem nicht genügend Gemüse essen und lieber zu Pommes greifen? Und auch hier müssen wir uns selber überlisten. Statt unsere Ernährung radikal umzustellen, sollten wir lieber Belohnung in kleinen Schritten praktizieren. Bei der Ernährung gilt, weniger ist mehr. Heutzutage müssen wir unsere Nahrung ja nicht mehr selber jagen, sondern können jederzeit in den gut gefüllten Kühlschrank greifen. Und das bedeutet leider auch, dass wir häufig zu viel essen. Verdauung ist Schwerstarbeit und deshalb hilft Fasten bei chronischen Entzündungen wie Rheuma zum Beispiel. Wenn Fasten zu hardcore ist, probier doch einfach mal einen Entlastungstag. Oder Anmerkung von mir, gönn dir vielleicht mal Reinigungstage, 4 Tage oder 9 Tage. Eine Möglichkeit ist übrigens ein Hafertag auch. Hafer enthält Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren. Wieg 240 Gramm Haferflocken ab, teile die in 3 Portionen für Frühstück, Mittag und Abend und gieß für jede Portion mit ca. 400 Milliliter Wasser auf. Du kannst das mit Beeren mischen, mit Zitronensaft oder mit Kräuter und Gemüse oder mit Nüssen. Nur keine Zucker- oder Milchprodukte. Ein anderer effektiver Ernährungsmikroprep ist ein Tag mit Saftfasten. Du bleibst voll funktionsfähig, weil die Energie über die Säfte kommen, aber sonst einfach an dem Tag nichts essen. Vermeide freie Kohlenhydrate und tierische Eiweiße und Gemüsesäfte sollten überwiegen, da Obstsäfte viel zu viel Zucker enthalten. Kernaussage 4. Entspannt durchs Leben gehen. Wer vielleicht Panikattacken oder schlaflose Nächte kennt, weiß, wie sehr die Psyche das körperliche Wohlbefinden beeinflussen kann. Körper und Seele sind einfach ein Team. Wer sich um sein Seelenheil kümmert, lernt besser mit Ängsten und Stress umzugehen und das dankt ihm auch die Gesundheit. Nerven, Hormone und das Mikrobiom beeinflussen sowohl unsere körperliche Gesundheit als auch unseren Geist und unsere Stimmung. Ständiger Stress ist Gift für den Körper. Die gute Nachricht ist allerdings, dass du die Fähigkeit hast, mit Belastungen umzugehen und es kannst du trainieren, genau wie einen Muskel. Mikropreps zum Beispiel helfen bei Stressabbau besonders gut. Hilfreich dabei sind vor allem Achtsamkeitsübungen. Eine Minute Gehmeditation kann Wunder wirken. Lauf barfuß oder in einem kleinen Zimmer im Kreis und nimm bei jedem Schritt das Gefühl des Bodens unter deinen Füßen wahr. Eine tolle Methode zur schnellen Entspannung ist auch der Managerschlaf. Ein kurzes Nickerchen senkt das Risiko für Infarkt oder Schlaganfall. Wichtig ist, nicht zu lange zu schlafen. Halte am besten einen Schlüsselbund in der Hand, der beim Einschlafen runterfällt und dich aufweckt. Übrigens auch Atemübungen eignen sich gut als Mikrobrett. Atme eine Minute lang tief ein und aus, während du deine Arme nach oben und dann wieder seitlich nach unten führst. Und in der Kernaussage 5 geht es darum, die Mikrobrett Challenge. Eine Woche, 7 Minuten. Bist du bereit? Dann starte am besten am Montag. Montag, wechselwarme Dusche. Erst warm duschen, dann kalt. Von den Füßen nach oben, warm und erneut kalt.
Dienstag, Fastenabend. Lass das Abendessen ausfallen. Mittwoch, Superfoods. Iss eine Portion Sauerkraut. Donnerstag, Springseil sprengen. Spring eine Minute lang Seil oder schwing mit einem Hula-Hoop-Reifen. Freitag, achtsame Essenspause. Leg bei der Hauptmahlzeit das Besteck beiseite und reflektier, ob du wirklich noch hungrig bist. Samstag, Balanceübung. Steh einbeinig auf einem Kissen und schließ die Augen. Und Sonntag, Zen-Übung. Zähl beim Ausatmen bis 10 und beginn wieder von vorn, wenn deine Gedanken abschweifen. Diese einfachen Mikropreps wird dir helfen, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln, ohne dass du große Veränderungen vornehmen musst. Denn jede Minute zählt. Fang am besten heute noch an. Ja, zusammenfassend, das war sozusagen eine Trainingsstunde in Sachen inneren Schweinehund austricksen. Jetzt gibt es eigentlich keine Ausreden mehr, denn du hast viele nützliche Anregungen bekommen, wie du dir mit Mikropreps und in nur einer Minute täglich was Gutes tun kannst. Vielleicht hast du auch schon eigene Ideen, welche gesunden Aktivitäten sich als Mikropreps eignen und gut zu dir passen. Auf jeden Fall wäre es toll, wenn du ein paar von diesen Mikropreps in deinen Alltag hinein integrierst. Und denk dran, jede Minute in eine Investition in deine Gesundheit wird sich auszahlen. Übrigens, vielleicht im Anschluss noch drei ganz einfache und praktische Tipps, die dir helfen, mit der 1-Minuten-Strategie deinen Lifestyle positiv zu verändern. Probier sie einfach aus und schau, was am besten zu dir passt. Treppe statt Aufzug. Einbandstein. Kniebeugen. Seilspringen. Dehnung. 1 Minute Zeit, um Nacken und Schultern zu dehnen. Luftboxen. Zehenstand. Steh für 1 Minute auf den Zehenspitzen, um die Wadenmuskulatur zu stärken. Seitenwechsel. Putz die Zähne oder eine andere Alltagsaktivität mit der nicht dominanten Hand. Im Bereich Ernährung, Wasserglas. Trink ein großes Glas Wasser, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln. Obstsnack. Ein Stück gesundes Obst. Gemüsestick. Schneide Gemüse in Sticks für einen schnellen, gesunden Snack. Nüsse. Miss eine Handvoll Nüsse ab, um Überessen auch zu vermeiden. Smoothie-Zutaten vorbereiten. Bereite Zutaten für einen Smoothie vor, um am nächsten Tag Zeit zu sparen. Mahlzeitplanung. Verbring 1 Minute damit, das nächste gesunde Essen zu planen. Salatdressing. Mixe schnell ein gesundes Salatdressing aus Olivenöl und Essig. Gesunde Fette. Streu einige Chiasamen oder Leinsamen auf dein Frühstück. Und zum Thema Stressabbau. Tiefe Atemzüge. Dankbarkeitsmoment. Denk 1 Minute über etwas nach, wofür du dankbar bist. Sonnenlicht. 1 Minute in die Sonne stehen, um Vitamin D aufzunehmen und deine Stimmung zu heben. Gehmeditation. Lächeln. 1 Minute bewusst, um deine Stimmung zu verbessern. Musik, um dich zu entspannen. Dehnen. Visualisieren. Stell dir 1 Minute lang einen Ort vor, an dem du dich entspannt und glücklich fühlst. Kurze Massage. Massiere deine Schläfen oder Hände, um schnell zu entspannen. Bewusstes Genießen. Nimm dir 1 Minute, um wirklich bewusst einen Bissen deines Essens zu genießen. Vielleicht helfen dir die Tipps dabei, kleine Veränderungen in deinen Alltag zu integrieren. Zusammen machen sie einen großen Unterschied aus für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Und erinnere dich dran, jeder Tag ist ein neuer Anfang und jeder Schritt zählt. Wenn du dich mehr inspirieren lassen möchtest, komm in unsere Gruppe Natürlich gesund und forever fit oder auch erfüllt und frei leben.
Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und freies Leben. Und wenn es dir gefallen hat, teils gern mit deinen Freunden.